Er war der erste deutsche Kaiser. Aber eigentlich wäre er gerne einfach nur preußischer König geblieben. Bismarck überredete ihn dann, den Kaisertitel anzunehmen. Das ganze Leben von Kaiser Wilhelm I. jetzt in 8 Minuten erzählt. Jeden Dienstag ein neues Video auf meinem YouTube-Kanal Geschichte erzählt. Als Kaiser Wilhelm I., also der spätere Kaiser Wilhelm I., am 22. März 1797 in Berlin geboren wird, deutet nichts darauf hin, dass er später einmal Kaiser werden würde. Zunächst einmal gibt es das Kaiserreich ja noch gar nicht und dann ist da auch noch sein älterer Bruder, Friedrich Wilhelm IV., der spätere preußische König. Der aber bleibt kinderlos. Wilhelm, also unsere hier besprochene Hauptperson, macht zunächst einmal eine Militärlaufbahn, recht typisch für die damalige Zeit. Preußen befindet sich immer wieder im Krieg mit den Franzosen. Wilhelm ist noch ein Kind, da verliert Preußen bitter gegen Napoleon. Später, da ist er dann selbst in der Armee tätig, gewinnt Preußen. Auch unterstützt durch andere Großmächte können sie Napoleon ein für alle Mal vernichtend schlagen. Heiraten möchte Wilhelm eigentlich Elisa von Radziwill. Sie ist die Tochter eines polnischen Fürsten. Und jetzt ist die Frage, ob diese Heirat möglich ist, ob sie standesgemäß genug ist. Und da werden Gutachten geschrieben, da wird hin und her überlegt und schließlich entschieden, nee, die kann er nicht heiraten. Stattdessen muss er dann Prinzessin Augusta heiraten. Die ist schlau, ihm intellektuell überlegen. Vielleicht auch ein bisschen vorlaut, die Prinzessin von Sachsen-Weimar-Eisenach. Aber die Ehe ist wohl nicht besonders glücklich. Aber immerhin, die beiden bekommen 2 Kinder, Luise und Friedrich Wilhelm, den späteren Thronfolger Friedrich III. 1848 ist Revolution in Deutschland. Eine Gefahr für die Monarchie. Die Revolution kommt eben auch nach Berlin. Und der Thronfolger Wilhelm, der ist dafür, die Revolution gewaltsam niederzuschlagen, mit Kanonen auf das eigene Volk zu schießen. Er bekommt deswegen den Spitznamen Karätschenprinz. Karätsche, ein Artilleriegeschoss. Er muss vor dem eigenen Volk dann schließlich nach England flüchten, kehrt aber schon bald wieder zurück. Die Revolution von 1848, die scheitert dann ja auch. Und dann, wenige Zeit oder einige Zeit später, erkrankt Wilhelms Bruder, der König von Preußen, schwer. Vielleicht hat er eine Geisteskrankheit, auf jeden Fall Schlaganfälle, die zu Lähmungen führen, die ihn daran hindern, die Regentschaft, sein Amt überhaupt noch richtig ausführen zu können. Wilhelm übernimmt zunächst für den erkrankten Bruder vertretungsweise das Amt und wird dann nach dessen Tod auch preußischer König. Er ist jetzt schon über 60 Jahre alt und glaubt eigentlich nicht noch lange König zu sein oder gar Kaiser werden zu können. Und so macht er sich daran, eine Heeresreform durchzuführen. Er möchte das Heer stärken. Aber es gibt Probleme. Das Parlament, die Abgeordneten wollen das Geld für die Heeresreform nicht genehmigen. Der König möchte schon abdanken. Er weiß sich nicht anders zu helfen, vielleicht einfach an seinen Sohn übergeben. Aber da kommt Bismarck ins Spiel. Er wird preußischer Ministerpräsident. Er ist außerordentlich durchsetzungsstark und er erkennt eine Lücke in der Verfassung. Parlament und König können sich nicht einigen. In diesem Fall entscheidet der König. Und so kann die Heeresreform durchgesetzt werden. Bismarck wird sich auf voller Linie durchsetzen. Die Heeresreform wird später auch noch durch das Parlament bewilligt werden. Bismarck ist der neue starke Mann in Preußen. Wilhelm verlässt sich mehr oder weniger blind auf ihn. Auch wenn er manchmal vielleicht ein wenig unzufrieden ist, wird er am Ende doch immer klein beigeben, Bismarck folgen. Und dann kommt es zu den sogenannten Einigungskriegen. Zunächst einmal zum Krieg gegen Dänemark. Die beiden, ja, Großmächte könnte man sagen, Preußen und Österreich, kämpfen gegen das kleine Dänemark. Dänemark hat natürlich überhaupt keine Chance. Verliert, muss Schleswig und Holstein abgeben. Kurz darauf kommt es zu einem weiteren Krieg. Vordergründig, weil die Verwaltung des besiegten Schleswig und des besiegten Holstein zwischen den beiden Großmächten Österreich und Preußen eben nicht gut geregelt ist. Aber vor allem geht es auch um die Vormachtstellung im Deutschen Bund. Geht es darum, wer von den beiden Großmächten eigentlich stärker ist. Beide haben noch Verbündete, aber Preußen gewinnt überraschend schnell und überraschend deutlich gegen Österreich. Österreich wird aus Deutschland hinausgedrängt. Jetzt gibt es noch einen dritten Krieg gegen Frankreich. Der Grund ist, dass in Spanien ein Hohenzoller König werden will. Das ist Frankreich überhaupt nicht recht. Sie wären dann von Hohenzollern sozusagen eingekreist. Also hätten sowohl in Spanien als auch eben in Preußen einen Hohenzollern an der Macht. Das wollen sie natürlich auf keinen Fall. Der Hohenzoller verzichtet dann auch, aber Frankreich geht noch weiter, fordert, dass die
die Hohenzollern ein für alle Mal in Spanien auf den Thron verzichten sollen. Das können die natürlich nicht zusagen. Und schließlich kommt es, vielleicht auch durch Bismarck, der es ein wenig provoziert hat, zum Krieg. Erneut gewinnt Preußen. Und daraus folgt dann, dazu kommen wir jetzt gleich, die Gründung des Deutschen Kaiserreichs. Österreich wurde schon vor längerer Zeit aus Deutschland hinausgedrängt, das hatten wir ja schon. Und im Krieg gegen Frankreich, da kämpft dann Preußen zusammen mit Bayern, mit Sachsen und vielen kleineren deutschen Staaten und gewinnt. Und das schürt die nationale Begeisterung und Bismarck nutzt es. Am 18. Januar 1871 wird dann Wilhelm zu Kaiser, Wilhelm I., er wird zum Kaiser gekrönt in Versailles. Also der Krieg gegen Frankreich läuft noch, trotzdem die Kaiserkrönung findet in Versailles statt. Natürlich auch eine Demütigung für die Franzosen. Wilhelm möchte überhaupt nicht Kaiser werden. Er möchte auch nicht, dass das Deutsche Kaiserreich unbedingt gegründet wird. Wenn es nach ihm ging, könnte er einfach preußischer König bleiben. Kaiser, was ist das schon? Damit kann er wenig anfangen. Aber Bismarck setzt sich eben durch. Einige Zeit später wird Wilhelm durch ein Attentat schwer verletzt. Ein Landwirt hat auf ihn geschossen mit Schrot. Nur der Mantel und die Pickelhaube retten den Monarchen, den Jean-Greisen-Monarchen, vor dem Tod. Und Bismarck nutzt das sofort für seine politischen Ziele. Es hat schon vorher mal einen Anschlag gegeben, aber jetzt kann er den Anschlag den Sozialisten in die Schuhe schieben, die Sozialistengesetze durchsetzen gegen die sozialdemokratischen Vereine vorgehen, auch gegen die sozialdemokratische Partei. Die Sozialisten, die Sozialdemokraten werden allerdings nicht tot zu kriegen sein. Er führt auch einen weiteren Kampf der Bismarck, den Kulturkampf gegen die katholische Kirche. Er führt die Zivilehe ein und voran wird auch die politische Betätigung, die auch politische Äußerung untersagt. Ihnen drohen Gefängnisstrafen. Es ist eine Zeit, eine schwierige Zeit, mit großem Reichtum durch die industrielle Revolution, aber auch bitterer Armut. Manche können sich in den Städten nicht einmal richtig ein Dach über dem Kopf leisten. Bismarck sieht die Not durchaus, möchte vielleicht auch so den Sozialdemokraten ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Und es kommt zu einer Sozialgesetzgebung, beispielsweise zu einer Arbeitslosenversicherung, zu einer Unfallversicherung. Wir können darauf jetzt nicht genauer eingehen, wäre ein eigenes Thema. Der Kaiser nimmt am politischen Geschehen sowieso immer weniger teil, ist jetzt auch alt, aber ein beliebter Repräsentant des Deutschen Reichs, des Deutschen Kaiserreichs, das er eigentlich nicht wollte. Er ist immer noch durchaus begeistert vom Militär, seine Kräfte schwinden aber zusehends. Und am 9. März 1888 stirbt Kaiser Wilhelm I. mit 90 Jahren in Berlin. Sein Nachfolger wird sein Sohn, Friedrich III. Der ist allerdings zum Amtsantritt schon schwer krank, wird nur 99 Tage Kaiser bleiben. Es folgt Kaiser Wilhelm II. Wieder für längere Zeit. Über beide nächste deutsche Kaiser habe ich auch ein Video gemacht. Über Bismarck soll Wilhelm I. einmal geklagt haben, Zitat: "Es ist nicht leicht, unter einem solchen Kanzler Kaiser zu sein." Zitat Ende. Naja, bis nächsten Dienstag.